Diesmal müsste es klappen. Wir gehen wieder los. Pünktlich raus. Oh, damit ihr nicht berührt. Das finde ich vielleicht die Weltklasse. Naja. Kaum holt er einmal gut Punkte in der Saison. Was denkt man dran, Mensch? Ja, das ist es. Sollte sich was schämen. Warten auf Skill. Hatte gerade einen guten Start gehabt. Pech für ihn, dass es jetzt einen Restart gibt eigentlich. Ja, aber der hatte auch im Sprintrennen einen guten Start. Ich glaube, das wird sich nicht ändern. So, wahrscheinlich gibt es jetzt nochmal ein kleines Päuschen. Ja, gehe ich von aus. In einer Minute Start, also gleich geht's direkt los. Let's go. Monza. Und mal gucken, wie es jetzt mit dem Regen ist. Weil so fein wie dieses eine Ding kannst du es ja nicht einstellen. Deswegen. Na, mal gucken, wie es jetzt ist. Ja, wahrscheinlich bleibt es trocken, nur jetzt. Ja, also ich würde auch nicht für dieses eine Ding Regen einstellen noch. Du hattest ja Bonek als Fahrer des Tages getippt. Ich hatte Masi, okay. Ich glaube dran. Bonnet macht das. Wir sehen, der Countdown läuft jetzt los. Das heißt, gleich Ja. startet die Einführungsrunde. Wir gucken die Reifen. Mediums, oder? Als vorhin. Ich schau mal kurz drauf. Ich weiß nur, dass Gerade waren es 9. Team Alpine hat Glück, weil die hatten gerade beide vergessen, das Setup zu laden, habe ich aus internen Quellen gehört. Schauen, ob er noch wechselt. Keiner wechselt. Die Reifen. Jo, so, Phil. Da. So, ich mache mir erstmal den Stream wieder an. Ja. Gerade waren wir 6 auf Soft, jetzt sind wir 7. Ja, einer mehr. Ja, Jan. Gut. Jan ist jetzt auf Gute Soft, der Zeit. war, meine ich, gerade auf Medium. Nice. Martin fragt nach falsche Reifen. Die Reifenwahl ist frei. Also alles gemischt eigentlich. Das könnte lustig werden eigentlich. Und je nachdem, wann ein Safety Car rauskommt, gut für den einen und schlecht für den anderen. Richtig. Autos begeben sich so langsam Richtung Startziellinie. Ja, selbst bei einem Lobby-Neustart sollten da nicht die gleichen Bedingungen herrschen, circa. Ja, die letzte Lobby war ja ungültig, da ist ja nicht mal der Start richtig gefahren worden und oh Gott, war Underdog bei mir gerade am Hin- und Herlenken.
Ja, ist ja bei mir tatsächlich auch immer noch perfekt. Oh, da dreht sich jemand weg, das ist Phil. In der Einführungsrunde, da macht er den Happy Dinner. Ja, es ist aber auch nie Absicht, habe ich tatsächlich gehört. Von Happy Danny, also es ist. Das ist oft unglücklich, die Reifen sind noch kalt. Ja, Also, schlechter Fahrer kannst du einfach. jetzt. Ja, sagt derjenige, der hinter mir ist. Aber Ey, okay. mal nicht so. Kein Punkt geholt bis jetzt. Das ist nur ein Fakt. Mal nicht so. Tut mir leid, Kletter. Ey, ich sag mal. Ich will dir wieder den Start überlassen, tatsächlich. Okay, vielen Dank, Herr Blue. Ich gehe nämlich, glaube ich, sogar auf die Onboard von F-Kill, um seinen Start mal Ich wieder zu bin sehen. bei Weltklasse. Ich sehe die Ampel nicht. Ja, wirst du gleich, da sehe ich gleich einen Kamerawechsel. Axion wieder mit Disconnect. So, damit gehen die fünf roten Lichter jetzt an in Italien. Durchfahrtsstrafe von Robert Geis, aber jetzt gehen sie aus, die Lichter. Phil wieder mit einem schlechten Start. F-Kill auf die 1. Basti mit einem guten Start. Versucht jetzt an Itzebull Phil vorbeizukommen. Weltklasse hält sich bedeckt. Kevin Ego stecht jetzt rein. Hinten gibt's die Berührung. Robert Geis ist raus. Riesen Crash in Kurve 1. Safety VSC, Car. VSC, das wird ein volles. Also, das wird ein volles. Gehören vorher 5 Sekunden für eine Kollision mit Underdog und haben Safety Car. Ja, das nah, scheint ein virtuelles zu bleiben, oder? Scheint virtuell zu bleiben, aber da sind einige mit Gehirnfeudel hat Führerschein. auch das ARS tatsächlich noch an, das ist. Weiß ich jetzt Ich lade mal nicht. kurz Robert Geis ein und fragen mal, ob Ja. er das besser beurteilen kann. Er war da mit bei. Ich lade ihn wieder ein. Ja, ich war vorne zwischen Basti und It's Your Boy Phil dabei, also ich hab's tatsächlich nicht mitbekommen, was da hinten los war. Axion jetzt auch wieder drin. Bleibt VSC wahrscheinlich, aber das sind einige Flügelschaden. Jan ist heile durchgekommen, aber ich glaube Yukio. Der müsste einen Schaden haben. Ja, das ist natürlich unschön. Ja, der Er ist auf jeden Fall gedreht. Flügel sieht gut aus. Ja, Robert Masi muss rein. Da ist Robert Geist. Guten Abend. Jo, Schuhe, Jungs. Was ist, tja, was ist da genau passiert gerade? Wir haben es nur so nebenbei mitbekommen. Ja, ich hatte ja irgendwie heute mein Daumen irgendwie so richtig scheiße auf dem X-Knopf gehabt und hab dann irgendwie zu früh losgelassen, hat dann direkt eine Durchfahrtsstrafe passiert. Hab dann aber trotzdem meinen Start vernünftig halt weitergemacht so und bin dann ganz weit rechts geblieben. Hab noch nicht mal Vollgas eigentlich gegeben und neben mir war, also links neben mir war der Masi und auf einmal zieht er total nach rechts rüber und hab mich dann in die Wand weggerauen. Keine Ahnung. Ich glaube, der hatte sich gedreht am Start, vermutlich zu viel auf dem Gas gestanden. Weil er hat ja auch einen Flügelschaden, der kommt ja auch nicht aus nirgendwo, der war jetzt ja gerade in der Box. Ja, das war ja da beim Anbremspunkt, kurz vor Achso, der ja. Schikane. Dann Genau. würde er da, glaube ich, nicht zu viel auf dem Gas gewesen sein. Nee, nee, ich denke mal, der ist. Ich habe selber nicht so wirklich darauf geachtet, weil ich war komplett rechts und bin Ja. auch kein bisschen spät angebremst, also voll human, weil ich einfach irgendwie noch da durchkommen wollte. Und auf einmal werde ich voll in die Wand geschossen, keine Ahnung. Also ich muss mir das selber jetzt gleich nochmal angucken. Ist Okay, das ist natürlich auf ziemlich. jeden Fall unglücklich. Also dein erstes Liga 2-Rennen, du hattest im Quali eine Mega-Pace, du hattest auch im Sprintrennen von der Pace her warst du sehr gut dabei. Zwei kleine Fehler, bei denen ich mich morgen auch sehe, hast du leider gemacht. Ja. Ja, und dann halt jetzt das Hauptrennen früher vorbei als gewollt. Meiner Meinung nach trotzdem bewiesen, dass du die Pace hast. Bonnek hat, glaube ich, übrigens jetzt einen Flügelschaden, der ist gerade voll Jan reingerast in Turn 1. Aber, super Überleitung, ich glaube, wir fahren nächste Woche Österreich. Ja, genau. Wie siehst du dich da? Gut, schlecht? Also alles besser als Monza und Kanada. Also ich denke mal, jetzt kommen die ganzen Strecken, wo ich dann mehr zeigen kann. Monza bin ich heute ehrlich gesagt, also es war blöd für mich, dass das jetzt auch das erste Liga 2-Rennen war. Weil, also hier gerade Monza, weil ich sehe mich hier einfach nicht. Also ich habe
wirklich die Woche nach geübt, dass ich hier irgendwas geschissen kriege. Und ja, gut, ne? Aber irgendwie wusste ich schon vorher, das endet komisch. Und, ja, ist halt jetzt so. Und ich greife jetzt bei in Österreich wieder an. Ja, was soll man machen? Ich denke mal, mit der Pace kann ich mich da irgendwo auf jeden Fall so unter den ersten sechs so wiederfinden. Ja, und das versuche ich jetzt beizubehalten und jetzt beim nächsten Mal nicht DNF zu geben. Ja. Das ist doch schon mal ein Plan. Yukio dreht sich in der letzten Kurve. Da waren sechs Autos irgendwie auf einer Stelle. Ja, blödes Ding heute. Es ist tatsächlich gerade, geht drunter und drüber hier gerade. Ich kann es nicht wirklich beschreiben. Die gehen zu dritt in die erste Kurve. Jan in der Mitte. Und Bonnek dreht sich da deswegen halt. Egal, also ich habe keine Fragen mehr an dich. Ich weiß nicht, ob Daniel noch eine hat. Ja, ich würde nochmal gern auf die WM insgesamt eingehen. Wir haben ja noch einige Rennen, die sind ja noch relativ früh in der Saison. Wo soll es denn noch für dich hingehen? Also wie weit willst du noch im Mann rein? Also wenn ich mir jetzt die Strecken angucke, wäre es halt schön, wenn ich immer unter die ersten 5 komme. Natürlich noch besser, also sagen wir mal 1, 2, 3 oder so. Du holst noch einen Sieg. Einen hätte ich schon gerne, also zumindest, ja weiß ich nicht, ich glaube Imola ist ja auch am Ende noch und ja. Imola kenne ich ziemlich gut, glaube ich, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht da oder vorher schon, naja, werden wir sehen. Auf jeden Fall sehe ich jetzt als Ziel, weil ich bin ja jetzt, sag ich mal, fast mittendrin eingestiegen, dass ich dann ab dem nächsten Rennen dann auch für Alpha dann Punkte sammeln, weil ja bestimmt. Ja, ich glaube so eine ja und für also komplett unter die ersten drei am Ende zu kommen oder ja, das wird schwer, weil da habe ich jetzt ja zu viel Rückstand. Ja, aber du nimmst ja ein Drittel deiner Punkte glaube ich mit, Masi DNF aus Ascari raus, Safety Car. Das ist super für Phil, der sich übrigens gerade weggedreht hat aus Parabolica. Ja, wir hatten es, ich weiß nicht, ob du den Stream verfolgt hast, ich vermute nicht. Aber wir hatten es, glaube während des Qualifyings gesagt, dass wir davon ausgehen, dass du Ende der Saison ein, zwei Siege da stehen hast auf der Urkunde. Aber ist ja noch lang. Also eine Liga höher würde ich mich auf jeden Fall freuen, das wäre mir, also für mich selber eine Ehre wert. Also das setze ich mir auch so als Ziel und auf jeden Fall Punkt Alpha so. Und ja, jetzt die nächsten Rennen halt einfach auch durchkommen. Ja. Dann, wenn Daniel nichts mehr hat. Diesmal nichts mehr. Perfekt. Würde ich dir noch einen wunderschönen Dienstagabend wünschen, so in wie auch immer, wiefern das noch möglich ist. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche Dienstag im Podiumsinterview wieder. Das hoffe ich auch und ich wünsche euch auch einen schönen Abend und ja, dass ihr noch viel Spaß habt. Also, danke. Danke. Ciao. Ciao. F-Kill geht rein, Weltklasse geht rein. Weltklasse hat sich 5 Sekunden geholt. Ja, die werden auf harte gehen. Der geht auf Mediums. Adi holt sich auch 5 Sekunden. Also ich wäre durchgefahren, bin ich ehrlich. Ich auch, also das ist mir tatsächlich noch ein bisschen sehr früh. Basti jetzt auf der 1 und Axion auf der 2. Ja, ist genau die KI. Viel, was ja, ist ja, glaube ich, die KI. Und dahinter ist Underdog am rumlecken. Kannst du mal kurz gucken, ob das an meinem Internet liegt oder ob der wirklich am lecken ist? Warte, ich guck gleich nochmal nach. Ich versuche den Axion nochmal einzuladen. Ja. Jan auf der 5 dadurch, Wendig auf 6, Bonnek auf 7, da ist Masi. Einen wunderschönen guten Abend. Machen wir direkt weiter mit dir, Masi. Ganz schnell. Nee, der ist gerade rausgegangen. Über dem entschuldigt. Ja, okay, dann genau, dann bleiben wir direkt mal hier am Anfang. Was ist da am Anfang passiert am Start? Ja, total behindert von mir. Statt es wird nach vorne zu knapp. Und bin dann, ja, links wäre natürlich logischer gewesen zum Ausweich, bin dann nach rechts ausgerichtet und den Fahrrad geräumt. Absolut mein Fehler. Tut mir voll leid, dass ich ihm das ganz zerstört. Okay, dann nahm ich es. Scheiße. Jetzt gerade eben, da ist ja auch
Kannst du kurz erzählen, was da passiert ist? Da waren wir auch nicht genau drauf. Ich weiß, vielleicht die Kurve links, rechts, links. Da den, im Ausgang den inneren Körper berührt und dann da verloren. Klassiker. Bitte? Klassiker. Ja, aber erstmal jetzt versucht selbst zu schalten beim Rennen, ist irgendwie aber nicht so ganz geklappt, scheinbar. Ja, aber was mich viel mehr ärgert, das scheint Robert ist eigentlich so. Haben schon geschrieben, das was es dann halt tut. Ich hoffe, kommt nicht mehr vor. Bestimmt nicht. Das sind nicht immer schön. Was war denn noch heute dein Ziel gewesen? Also bist du ja, glaube ich, relativ weit mit dich gestartet. Ich habe dich als Fahrer des Tages getippt. Was war so dein Ziel heute? Ja, Podium war schon irgendwie das Ziel. Also ich meine, Qualifying lief einigermaßen ganz okay dafür, dass es Regen war. Und dann beim Sprint hier, ja, am Anfang die Berührung gehabt, wo ich dann nichts für konnte. Und jetzt halt schon noch das Ziel, so irgendwie vielleicht mit ein bisschen Chaos dann noch nach vorne zu kommen, aber ja, scheiße gelaufen. Ja, dann gucken wir nochmal schnell auf nächste Woche, Österreich. Was glaubst du, wie ganz da laufen für dich? Ja, eigentlich liegt die Strecke jetzt nicht so gut in den Ligarennen. Basel dafür fällt es eigentlich ganz gut, also ich hoffe es jetzt auch eine Strecke, bei der das Schalten eigentlich relativ gut für Anfänger ist, wie wichtig das ist. Deswegen, ich schaue für schon was, von daher schauen wir mal. Wieder Sprintrennen, bin jetzt nicht der Freund von, aber mal schauen, vielleicht wird es jetzt verbessern. Ja, ist doch gut. Mal schauen, eigentlich kann es ja nur besser werden, wie heute. Also, Xavier kommt schon rein, deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Interview, ne? Wenn Lukas keine Fragen hat. Nee, tatsächlich nicht. Okay, alles klar. Dann wünschen wir denen noch einen schönen Abend. Ja, danke, ich war jetzt viel Spaß beim Kommentieren. Jo, danke. Dankeschön. Bis dann. Ciao. Ciao. Oh, Underdog ist sehr am Lecken. Und, Ja, und direkt Safety Car Restart. Mal schauen, jetzt gibt was die Gas. Boah, und Underdog ist so am Hin und Her springen. Oh mein Gott, da muss man. Eieiei. Boah. Underdog kann nur teilweise folgen. Ja, der wird durch die Soften einen sehr guten Exit gekriegt haben. Gehen voll der Berührung. Insgesamt. Yukio geht an F-Kill vorbei. Oh, es gibt die Gehirnfeude. Und das ist bestimmt der Flügel ist bestimmt beschädigt. Ja, der ist komplett, nicht komplett ab, aber da fehlt vorne rechts die Endplatte. Ja, ärgerlich. Jan ist wieder auf der 3, so schnell geht's. Ja, Jan. Jan und Basti 1 und 3, Mercedes 1-3. Das läuft doch gar nicht so schlecht für die Jungs. Das läuft tatsächlich sehr gut für die. Auch Underdog, der kann auf den Mediums die Pace von Basti nicht mitgehen. Das ist perfekt. Jan ist auf Softs dahinter, der wird dann an Basti vermutlich rankommen und Basti wird ihn durchwinken. Während Phil an Adi vorbeigeht. Die beiden Williams sind da 5 und 6 bzw. 4, 5 gleich, wenn die an Aktionen vorbeifahren. Das heißt, er spielt auf der Bremse. Ja. Axions KI verliert. Ein bisschen was, Phil auch an Yukio vorbei. Also der startet jetzt die Aufholjagd. Ja, wird schwer für ihn, ne? Ja, das auf jeden Fall. Bei Williams und Kevin Nebo dreht sich. Ja, F-Kill, wenn dich, geht da nicht hin, okay. Gehirnfeudel auf Harten, der fährt das Ding zu Ende, wenn nicht noch ein Safety Car kommt. Ahoi Freunde! Moinsen an die Elbe!
Regen. Regen in Sektor 3. Ja. Und jetzt regnet es tatsächlich in Regen in Sektor 3. Ich wusste es immer. Regen in Sektor 3. Ich vermute allerdings nicht, dass es so lange dauert, dass dafür irgendjemand rein muss. Ja, ja. FK gegen Wendig. Ohne der ist vorbei. Und auch Phil an beiden! Phil an beiden! Nein! Das, niemals! Boah, mach ihn fast den Verstappen-Kimmeln. Er schafft's! Er schafft's! Ich kann nicht mehr! Was? Spitzenmäßig! Im Lehrbuch! Hat er die beiden Fahrer alt aussehen lassen? Wird jetzt vorne weiter attackieren wahrscheinlich. Ja, Kevin Evo auf Intermediates. Sehr gewagt. Weiß ich nicht. Finde ich sehr gewagt. Aber. Hey? Ah ne. Ei, das ist nicht gewagt. Das ist einfach blöd. Entschuldigung. Oh, Dreierkampf. Kevin Adi. Weltklasse-Aktion vorbei. Was ist mit dem Intervall los? Das weiß ich nicht. Das wird sich vermutlich fixen, wenn wir wieder über die Startziel sind. Ich kann sagen, dass Adi an Yukio vor alles. Ja, ich sehe es. Phil jetzt kennst, weg, wo er attackieren will. Nach Joiner, kennst du doch, Kollege. Ja. Hallabong. Hallo Bong, hat's richtig. Phil ist vorbei an Lagbonik. Ja, und Adi geht nicht an Yukio vorbei. Oh, ich brauch das doch als Jeff. Aha! Intervall ist ja schon wieder da. Wenn nicht im Kies. Ja, warte, wir haben Jeff hier im Stream. So. Haben wir das auch geklärt. Ah, das haben wir raus. Schade, schade für ihn. Wenn das Internet nicht mitmacht, dann kann man da nichts machen. Ja. Das ist sehr unglücklich. Also ist sehr öfter mal momentan unterwegs. Phil ist dran jetzt beim Podium. Wird jetzt die Attacke starten. Ja. Gegen Underdog. Scheint, als hätte er Lust auf RS-Sünden. Sieht aus wie ein Viererkampf. Gehören vor 5 Sekunden für Kurvenkarten. Ah, das war bestimmt Dingens. Kurve 1. So, und jetzt geht Phil jetzt wahrscheinlich innen vorbei. Ja, Ei. Und die beiden Mercedes da vorne kämpfen auch und das ist sehr schlecht für die beiden. Die einigen sich nicht und Basti könnte 2 Positionen verlieren. Ja, das ist nicht schlau, dass Basti da nicht durchwinkt. Der könnte jetzt tatsächlich F-Kill 5 Sekunden. Was macht F-Kill? Ich bleib trotzdem vorne. Nee. Achtung, Basti. Ah, oh, die Linie, oh, Basti, die stimmt nicht mehr. Es regnet. Das war der Flügel. Flügelschaden. Ja, Flügel. Basti muss in die Box rein. Ah, die beiden Mercedes konnten sich nicht einigen und dann hat's nicht gereicht. Es sieht so aus, als würde es jetzt Zeit für die Inters werden. Ja, so Basti langsam. So langsam sieht die Strecke auch sehr danach aus. Oh, alles. Ja, der will natürlich jetzt noch für seinen Teamkollegen so. Solange es geht, hier. Aufhalten. Xion gegen die Weltklasse, alles gekostet. So, ich glaube, jetzt wird Zeit für die Inters. Basti wird jetzt gegen Like Bonnek und gegen Adi kämpfen. Lasst euch Platz, Jungs. Und Underdog könnte richtig damit profitieren. Gehören voll 10 Sekunden, Kurve 1 ist nicht seins. Oh, also, die gewinnt 2 Positionen. Ah ja, die Softs viel besser. Und wie gesagt, ich bleibe dabei, Underdog könnte richtig profitieren davon. Dass er halt jetzt früher auf Inters ist. Der geht auf die 1, glaube ich. Kann. Jetzt müssen sie aber. Phil fährt weiter. Phil fährt weiter. Ja, vielleicht denkt er, dass man die 20 Sekunden nicht verliert.
Halte ich jetzt für den großen Fehler. Ich auch. Aber muss ja jeder für sich entscheiden. Aber Underdog gewinnt ordentlich. Der hat durch Parabolika alleine eine Sekunde gewonnen. Und auch F-Kill. Ja. Und Underdog auf 1 mit F-Kill jetzt auf 2, meine ich, sorry. Oh, Yukio auch. Oh, Yukio auf 4, Junge. Let's go. Ich bin unparteiisch. Vor Jan direkt. Bin unparteiisch. Ich war letzte Saison mit dem meinem Team. Wir haben gelb in Sektor 3. Das war, glaube ich, Gehirnfeudel, aber der fährt wieder. Oh nein. Nein, Gehirnfeudel, mach's nicht. Okay. Gehirnfeudel, geh in die Box. Hol dir Inters und am besten keine 5 Sekunden. Knapp. Axion, willkommen zurück. Ja, Underdog hat den Fehler jetzt gemacht, nicht reinzugehen. Also der hat schon, wenn er so weitermacht, wird er 10 Sekunden jetzt in der Runde verlieren. Meinst du Phil? Meine ich doch. Entschuldigung. Underdog hat alles richtig gemacht. Das wieder los. Ach komm, Axion, ganz ehrlich. Irgendwann muss man es auch einfach einsehen, dass es gerade nicht sein soll, glaube ich. Will jetzt in die Box rein. Ja, das war eine Runde zu spät. Das kostet ihn massiv Zeit. Wenn nicht sogar 2 Runden, ne? Ja. Ja, also die eine Runde kann man noch vertragen. Also man sieht ja, Jan ist jetzt ja doch schon ordentlich dahinter. Es geht noch. Und er wird jetzt ja. Wo fällt er hin? Da ist gelb wieder. Weiß nicht, ob das Gehirnfeudel war. Nee, oh, ich glaube. Will gegen Basti. Will gegen Basti. Oh. Wenig Platz. Basti mit einem großen Querstell jetzt. Das könnte jetzt eine Chance für Phil sein, aber. Phil used. Basti auch. Da bin ich gespannt. Hat jemand riskiert? Nein. Das sind beide, glaube ich, schlau genug, nicht, vor allem im Regen, nicht in die Lufthansa reinzugehen. Phil berührt den Innenkörper ein bisschen. Und das hat ihn massig Zeit gekostet. Man muss halt bedenken, dass bei dem Kampf da vorne F-Kill 5 Sekunden hat. Ja, das ist natürlich ein Faktor, der gerade nicht für F-Kill spricht, ne? Ja, Adi an Axion Spot vorbei. Oh, Underdog kommt hier sehr weit raus vorne. Ja, Adi verliert die Zeit wieder. Gehirnfeudel wieder in der Box. Nicht sein Rennen. Was macht Yukio auf 3? What the fuck? Ja, der hat den richtigen Call im Regen gemacht. Und der fährt jetzt da und chillt sein Leben. Gehirnfeudel in der Box aufgegeben, das ist eine Qualisperre. Man kann sagen, am spannendsten ist es gerade vorne, ne? Oh, ja. Lufthansa. Ja, Jan auch gar nicht so weit weg von Yukio, also da muss man auch aufpassen. Aber Yukio mit keiner schlechten Regenpace. Das muss man auch mal ansprechen, also. Aber wie gesagt, F-Kill und Underdog machen das da vorne, glaube ich, unter sich aus. Ich habe vielleicht das Gefühl, Sektor 1 in gelb. Ja, das ist die KI von Gehirnfeudel. Phil ist raus! Phil raus! Oh, das gibt ein Safety-Car. Oh, Mann. Ich lade immer einen direkt. Jo. Ah, das ist, glaube ich, nicht wie er sich das Hauptrennen vorgestellt hat. Oh, yeah, das ist echt ärgerlich. Geheimfavorit eigentlich nach dem Sprint. Naja, geheim war der Favorit nicht mehr nach dem Sprint-Quali. Ne? Favorit. Eigentlich der Favorit, kann man schon so sagen. FK geht rein und setzt seine. Ja, natürlich. Und Yukio auf 2!
dann auf der 3, ne? Yukio auf der 2, ich... Ja... So, mal kurz... Was einsortieren hier? Also Analog auf der 1, Yukio auf der 2... Bitte im Moment Jan... Yukio auf der 2... Jan hat sich gut nach vorne gearbeitet jetzt, ne? Ah, Yukio auch. Yukio auch. Momentan Fahrer des Tages mit 13 Positionen nach vorne. Der ehemalige Mercedes-Pilot, da hat er alles gelernt. Er hat ja letztes Jahr die KWM mitgeholt. Der große Verlierer des Rennens momentan ist natürlich Phil, der halt raus ist, aber von den noch Fahrenden ist es Efkel, der von 2 auf 10 gefallen ist. Aber es war, glaube ich, auch das Schlauste. Was ist? Basti, auch auf die 8, ne? Ja. Ja, aber Basti, ja, traue ich noch was zu. Safety Car wird nächste Runde reinkommen, gehe ich mal von aus. Also Kevin Evo kommt ran. Das ist Safety Car Nummer 2, oder? 2 plus VC. Ja, VC zählen wir nicht, Safety Car Nummer 2. So viel, genauso viel habe ich predicted. Es könnte noch eins rein, noch mal rauskommen, nicht? Also, muss ja nicht. Alles. Ich finde, wir hatten in Liga 2 für immer genug Safety Cars im Monster. Weißt du zufällig, ob es nochmal trocken wird oder nicht? Weiß ich tatsächlich nicht. Ich guck mal, ob mein Insider mir was informiert hat. Gut, nee. Alter, nicht. Ja, Axions Bot ist durch Basti durchgefahren. Nee, das passt wieder. Was sie beachtet hat, das weiß ich. Also. Safety Cup müsste eigentlich jetzt reinkommen. Sehr gut. Ja. Mal gucken, wie es da vorne Restart aussieht. Da sind aus vom Bernd. Das heißt, gleich geht's weiter. Ja, mit der Action auf jeden Fall. So, Underdog. Hat das Kommando übers Feld? Anzieht. Macht's jetzt. Macht das jetzt. War ein ganz solider Restart. Schauen wir nach hinten, wie es aussieht. Yukio kann auch gut mitgehen. Jan hat ein bisschen besser den Start erwischt als Yukio. Kann aber nicht attackieren. Und das ist überall ziemlich eng. Wir haben Basti, der an Axions KI vorbeigeht. Adi, der bei Weltklasse mal kurz geluschert hat. Boah, ob da was geht. Oh, oh je. Hartes Manöver von Wendig. Ja, da muss er doch eigentlich einen Flügelschaden von mitgenommen haben. Kann man nachschauen. Ich sehe nix. Ich sehe es auch nicht, deswegen hat. Ich sehe auch nichts, deswegen habe ich mich so gewundert. Yukio verbremst sich! Yukio verbremst sich! In Kurve 3 rein, auch Tobi! Du warst auf 2. Und hat Underdog in die Wand gedreht. Und damit das Rennen zerstört. Damit stoppt der 1 gerade. OMG, was macht er? Schreibt André. Ja, Verbremser am Regen. Passiert dem Besten.
Mercedes Masterplan. Like Morning auf der 2. Ah. 3 an den Alfa Romeo. Da hat Jan die alten Mercedes Connections nochmal spielen lassen. Hat Yukio gefragt, ob er mal kurz Underdog rausschiebt. Pronto. Ah, Alpha auf 3, das ist natürlich super für die beiden Alpha-Leute hier. Wieder mal super für Ferrari. Also Leni, du, ich glaube, Ferrari kann sich in Liga 2 nicht beschweren. Die haben den WM-2. Also. Ja, heute nicht dabei, leider. Ja, okay. Aber der hat schon 2 Rennen gewonnen. Ich sag, die beiden Alpha-Leute, André ist doch im Mercedes. Ich vergesse das immer voll. Das Team getauscht tatsächlich. Ist der Mercedes. Ich hab das noch von letzter Season ein bisschen falsch drin. Oh, Jan nimmt ein bisschen den Innenkörper mit in der ersten Kurve von der Schikane. Yukio noch halbwegs hinter Feld dran. Wenn er jetzt nicht zu viel will, sondern einfach seine Pace geht, könnten da noch ein paar mehr Punkte bei rauskommen. Aber man weiß ja nicht. Also, wenn das eingereicht wird, weiß ich nicht, wie lange das dauert dann. Und ob er, wenn ja, und wie viel er da bestraft wird. Das müssen die Stewards klären. Das überlässt man denen dann auch, also. Bin ich froh, dass ich noch Kommentator bin. Genau. FK, jetzt passt sie vorbei, oder? Auf jeden Fall nebeneinander. In ja. Parabolika jetzt rein. Oh, Basti. Der würde ihn ein bisschen, nee, nicht rausdrängen. Und dadurch kriegt FK einen besseren Exit. Hat mehr Schwung. Ja, von außen. Zündet jetzt hier den Red Bull an. Aber Basti hat hier mehr Power irgendwie. Auf der Geraden. Ja, oh, ey, Basti fährt vielleicht. Vielleicht hat FK ja ein Regen-Setup. Und FK ein Trocken-Setup, das. Aber FK versucht sie nochmal. Sie will auf jeden Fall nochmal. Gegen Basti. Ist auf jeden Fall jetzt im Heck. Ja, ey, Jungs. Oh, berührt Basti da einmal leicht. Kevin Ebo. Na. Der echte Adi auch an die Weltklasse. Ja. Dran am Bude gerade. Der Kampf zwischen Wendig, Kevin Ebo und Yuki. Ja, Yukio, ich hab's ja gesagt, wenn er nicht zu viel will. Seine Pace geht. Es kommen noch ein paar mehr Punkte bei rum. Oh, kleine Strafe. Nee, ich glaube nicht. 20 Runden, keine Strafe. Sehr doppelt. Oh, Kevin Ebel. Vorsicht. Ja, ein bisschen wide. Ist tatsächlich, wenn nicht mit einem kleinen Fehler, der ist er wide gegangen. Was? Yukio mit einem leicht besseren Exit, aber du kommst halt nicht vorbei, ne? Also. Na, wobei jetzt. Na, oh, Kevin, das muss auch nicht sein. Oh, ja, er macht die Yukio! Das ist unnötig jetzt gewesen. Der blinkt doch schon. Kommt da von André. Ich weiß jetzt nicht. Das war nicht André, war Leon tatsächlich. Ich bin blind. Ja. Boah, Yukio gegen Kevin Evo. Kevin Evo lässt halt gar keinen Platz, ne? Also das ist ihm auch egal. Yukio zieht da dann auch zurück. Wird auf irgendeinen Exit gehen. Problem ist, Kevin Evo ist so viel langsamer in den Kurven, dass Yukio den Exit nicht nehmen kann, wie er ihn will. Schauen wir mal kurz nach vorne, Basti gegen FK. 2
Und auch der echte Adi gegen Weltklasse. Ja, haben wir, ja. F-Kill jetzt. Ich könnte es mir vorstellen, mit später Bremse. Ja, probiert der auch, während Yukio an Kevin Evo vorbei ist. Und sich jetzt an Wendig rankämpfen wird. Merkt, F-Kill möchte ja unbedingt vorbei jetzt. Zu den umwandelnden Red Bull jetzt an. Aber ja, will er nicht machen. Ganz. Ja, will er auch nicht machen. Also da rein ist auch nicht so schlau. Es regnet nicht mehr, kann das sein? Es ist trocken. Hast recht. Könnte sein, dass wir gleich mal drei Runden Softs sehen werden. Oh, das wäre natürlich wieder. Wäre es Kiel. Richtig. Und die Weltklasse natürlich. Und eigentlich alle bis Platz 6. Ja. Was die schlechten Exit jetzt. Und FK nutzt das gnadenlos jetzt aus. Versucht es jetzt gegen Basti und schafft doch. Damit P5 für den Red Bull. Starke Leistung von FK, muss man sagen. Also, dafür, dass ich ihn vorher noch den Verlierer des Rennens genannt habe, der ist an. Ja, gleich geht's auf die Soften eigentlich. Ja. Ja, wer riskiert's? Strecke. Underdog riskiert's. Der hat gerade schon mit so einem Call richtig viele Positionen gut gemacht. Ist genau das Richtige. Macht es jetzt wieder, das DRS ist an. Das sind Soft-Bedingungen. Ja, Underdog, der macht jetzt. Oh, Basti gegen der echte Adi. Oh, der echte Adi bremst sich dann nochmal rein. So, wir gucken jetzt. Wir gucken jetzt erstmal kurz auf Underdog. Wir machen mal den Abstand zum Führenden an. Ja, vielleicht mal auf Jan gegen Black Bonnet. Ja, das sind Softs. Das sind Softbedingungen. Ja, man muss jetzt reingehen, also alles wäre falsch. Underdog gewinnt massiv. Und FK gegen Weltklasse, oh, side by side jetzt in Ascari. Parabolik ist jetzt. Oh, die gehen da zu zweit raus. Oh. Und da dreht aber sich Weltklasse niemand. Ja, Basti nutzt das jetzt, dass FK dadurch einen schlechteren Exit hatte. Yukio 3 Sekunden und geht Jan rein. Er muss eigentlich. Alle müssen rein eigentlich. Die müssen alle reingehen. Basti, F-Kill nebeneinander durch die letzte Kurve. Oh, Jungs, ihr müsst doch eh in die Box. Oh, jetzt bitte. Boah, jetzt fährt hier bitte niemand dem anderen rein. Oh, Basti 5, weil er. Basti 5, weil er vor Weltklasse sein wollte in der Box. Was? Ja, der wird doch eh aufgehalten. Warum? Eieieiei, ärgerlich jetzt. Unglücklich, unglücklich. Kevin Evo auch 5. Underdog wird Position gewinnen. Er wird nicht Erster wie letztes Mal. Und schau es dir mal an, hinten vorne. Der klebt ihn sofort am Heck. Ja, wo kommt Underdog raus, ist die Frage. Kommt der vor Basti raus vielleicht? Es könnte sofort die Attacke geben gleich. Ja, wir gehen direkt wieder nach vorne. Ja. Yuki oh, jetzt gibt's die Attacke von Like Bonne gegen Jan. Außen. Ja. Bärenstark. Jan kein RS geused. Bonnek halt auch schon. Er hat ihn überrascht. Das hat man jetzt nicht so sehen können. Oh, Bonnek geht ein bisschen abheben. Der hat schon einen Flug nach Österreich gebucht, der Mann. Boarding ist schon durch, der ist schon im Flugzeug. Und jetzt wird's sauspannend, also. Ich glaube, Black Bonnek ist gleich weg. Aber dann noch Platz 2. Da wird Jan jetzt gleich massiv Probleme haben gegen Weltklasse und FK. Nee, ich glaube. Ja. Oh, FK mit einem Fehler hier. Verliert jetzt den Platz gegen. Ja, die sind beide nebeneinander. Oi. Nee, ich glaube FK. FK. Verteidigt erstmal. Ja. Gelb in 36. Wendig. Das ist wendig. Das Safety Car kann theoretisch nochmal rauskommen. Kann, aber ich wünschte es. Ich gehe nicht davon aus. Ne, kann's gar nicht, ne? Drei Runden vor Schluss.
Weltklasse gegen Jan reicht nicht ganz. Wer wäre in den Kampf zwischen den beiden, wie in Brasilien? Diesmal nicht um Platz 1, sondern um Platz 2. Ja, wir haben auch, Dingens, was ist Yukio auf dem Stab? Ich wollte gerade sagen, Yukio am Kämpfen, aber es stimmt nicht. Oh, F-Kill gegen Adion F-Kill. Oh, F-Kill ist weg. Das ist der Fehler vom Red Bull. Hätte er nicht drinnen reinstechen müssen. Boah, Yukio da jetzt vorbei. Yukio allerdings 3 Sekunden, also die Position wird er wieder kriegen. Und vorne Weltklasse gegen Jan. Boah, der ist ja direkt dran. Der geht da nicht. Ja, besser ich, so. Ich dachte gerade schon. Oh, wie viele Prozent werden da vor Jan gefragt? Ja, wir können ja mal auf Jan gehen. Also, 31, ja. Psst. Hab extra die Telemetrie ausgemacht und geh außen auf die KM, Junge. Oh, das war's vorher. Ja, aber wir wissen nicht, wie viel die anderen haben, natürlich. Na, Weltklasse hingegen, nutzt 30% ein Spaß. Ja, der ist jetzt auch weg. Also Jan 10% weniger, das ist... Der macht sich gar keinen Stress und geht auf P2 und dreht sich fast hier raus. Alpha, ganz wild, Kurve 1. Was sie gegen Adi? War nicht so weit. F geht auf P9, ne? Ja. Ist jetzt selber schuld. Geht, aha, dann wird auch die 8 wieder hochgehen. Der kommt so an Yukio vorbei und Yukio hat 3 Sekunden, also. Während Basti, Lesmo 1, der echte Adi attackiert und vorbeigeht. Liegt aber schon. Also. Ja, der echte Adi wird direkt kontern können. Also. Weiß nicht, wie schlau das jetzt war. Das war nicht schlau. Vorne, ja. Gegen Weltklasse. Ach, Junge, ich hab gerade Dingens die Telemetrie von Jan verborgen, obwohl André doch bei Mercedes ist, nicht bei Alpha. Junge, ich bring das die ganze Zeit durcheinander. Die von Jan muss ich doch nicht verbergen, die hatte er doch. So, und damit gehen wir jetzt in die letzte Kurve rein und gleich die letzte Runde. Ja. Boah, denk mal, im starken Rennen, also Fahrer des Tages ist er, glaube ich, nicht. Das ist Jan, ist aber er ist dabei. Jan ist am Zünden, Weltklasse auch. Was Jan hat mehr ERS. Side by Side. 22, 19, 90, probiert's aus. Rom ist es, oh Gott. Wer setzt sich durch? Es ist der Alfa Romeo, aber Jan ist doch da, Jan ist doch da, Jan ist doch da. Der hat mehr ERS. Der hat mehr. Halt rein, du musst da jetzt rein. Ach Mann. Erstmal, aber der nimmt die Kurve nicht. Oh, das, oh je, Jungs. Herzschlagfinale um Platz 2. So, und jetzt Teil 2, Weltklasse Gejan. Kann ja, Yukio ist abgehoben. Okay. Schauen wir mal nach vorne, Weltklasse gegen Jan. Jan da ist er. Gegen der Merk. Der Merk. Gegen Weltklasse kommt vorbei und schafft es nicht ganz. Oh, da geht er über den Hubbel. Der Alpha. Das verteidigt seine Position. Der Alpha Romeo gegen Mercedes. Oh, FK. Und Kevin Nero ist raus. Das ist Schau mir scheißegal. Like Bonne geht in die Parabolika rein und gewinnt das Rennen. Jetzt mit 3 Sekunden Vorsprung. Starkes Rennen von Bonek. Alpha Romeo. Herzlichen Glückwunsch. Weltklasse 2. Und Jan 3. Ey, Basti rutscht auf die 5, glaube ich. Nee. Doch, Basti rutscht auf die 6. Oh. Oh je. Was war denn das jetzt zum Schluss? Axio. Hä? Was? Digga, hä? Siehst du das auch? Was? Bei mir ist Axion auf der 1. Lol, bei mir auch. Kommt hier gerade der Haas-Typ angelaufen, was? Ja, Leute, das ist ein falsches Podium, glaube ich. Nee, Glückwunsch, Axion, ja. Tut mir leid, Leckbonnick. Ja, Leckbonnick leider doch nur auf der 2. Ja,
So ist es leider. Ja. Herzlich Glückwunsch an Axion. Eine starke Runde auch von Axion als Schnellste. Eine 10-1. Und Jan verliert das Podium. Eine 10-1 tatsächlich. Also das ist alles strong. Ich lade mal alle ein. Also. Ja. Fahrer des Tages ist Jan eigentlich, ne? Können wir sagen. Ja, ja. Jan ist Fahrer des Tages. Das stimmt doch wieder irgendwann nicht. Die haben doch gesoffen. Also, da will ich drei mal ein. Das sei der für Liga 1, schreibt Hallabong. Wir haben eine 1-10. Eieieiei. Also, mit einer 1-10 sehe ich in Liga 1. Schlägt er auch den amtierenden. Nee, der fährt gar nicht, ne? Den amtierenden P2 in der Fahrer-WM. Ja. Der amtierende Weltmeister fährt ja nicht. André weist nochmal darauf hin, dass Axion nicht fährt, nicht da ist. Ja, wird wahrscheinlich aus der Wertung rausgenommen, leider. Ja, der ist nicht 75% oder so, ist das ja, ne? Ist die Weltklasse. Guten Abend. Was geht? Ja. Warten wir noch mal kurz auf die zwei anderen und dann. Weltklasse natürlich auch von 4 auf 3 gefahren, Axion auf 1. Oh, die ja, shit, ja, aber stimmt. Das war gerade echt ein Finale bei euch, ne? Boah, das war geil. Meine haben uns Güte. Die Seele rausgerissen. Meine das Güte. Mich. Das war richtig geil, die letzte Runde hat richtig Bock gemacht. Ja, ich hab übrigens dir einen Gefallen getan, Weltklasse, ohne es zu wollen. Mhm. Ich hab vor André die ganze Zeit Jans Telemetrie verborgen, weil ich noch im Kopf hatte, dass André im Alfa Romeo ist. Sehr gut. Niklas, ich hasse dich. Hallo! Das war für letzte Woche. Keine Kraft. Ich wollte erst überlegen, noch eine taktische Warning mitnehmen, dann hast du schon, ey, komm, scheiß drauf. Wenn man die taktische mitnehmen kann, nimmt man sie mit. War ein geiles Battle, Kuba 1 und 2 haben gemacht. Daniel, fängst du mit Platz 3 an? Du fängst an. Ich überlasse dir das. Platz 2 machen? Ja, nee, weiß ich. Na gut, also, dann Jan, Dritter, ne? Richtig. Jan, bist du da? Achso, ja. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Podium P3. P4. Ja, P4 offiziell laut Spiel, aber P3 ist ja auf der Strecke. Fangen wir mal vorne an. Beim Sprintrennen mit einer Aktion. Oh, bitte nicht. Was war da los? Also, welches? Aus deiner waren Sicht, zwei Aktionen. Ja, das ist am Ende, das mit dem guten Haas-Fahrer. Ja. Keine Ahnung, ich habe gesehen, er war schon am Blinken und dann hatte nach Ascaris schwer, war er schwer am Struggeln und dachte, jetzt versuchst es, kam viel besseren Überschuss, ging links daneben und auf einmal zog er rüber, so ganz langsam. Ja gut, wo soll ich hin? Soll ich aufs Gras fahren? Ja, und dann haben wir uns verkeilt und sind beide gar rausgegangen. Das hat mich richtig geärgert, weil das war ja auf jeden Fall P7 gewesen oder halt sonst P8. Aber naja, der gute Kollege hat leider auch heute einige Internetprobleme, deswegen... Schade für ihn. Ja, gut, dann hatte ich ja noch ein blödes Techtelmechtel mit Basti gehabt, wo er mal kurz hier zeigen müssen, wer ist Fahrer 1, habe ich dann verstanden. Ja, der Erstplatzierte in der WM natürlich. Ja, er. Ja. Er fühlt sich immer noch als Fahrer 1. Na, Spaß, alles gut. Nee, und das war halt das Ärgerliche. Ja, dann kam er das Hauptrennen. Erzähl mal, wie bist du so ins Hauptrennen reingestartet? Da war ja eigentlich ganz wild bei euch insgesamt. Bei dir vor allem, glaube ich. Ne? Ich bin da bis zur ersten Kurve bin ich mit angezogener Handbremse gefahren, weil ich hatte Sorge. Ich hab, glaube ich, 300 Meter vorher gebremst. Und ja, hab dann abgewartet, was da passiert. Und ja, gut, dann konnte ich mit den Soft natürlich einige erholen. Ah, gut, im Duell mit Bonek muss ich mal ein dickes Sorry machen, wo ich in Kurve 2 leicht gedreht habe. Habe ihn auf dem Körper leicht erwischt, glaube ich. Und ja, dann kam er irgendwann später Safety Car. Ne, ich weiß nicht, was er auch vorher geregelt hat, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, auf jeden Fall habe ich Gehirnfeudel, es sind da auch aneinander geraten und, nach Kurve 3. Der hatte sich, glaube ich, in mich gedreht. Blöde war die Axio, wie heißt der?
Aktion. Der Ghost war in mir drin und ich wusste nicht, wo Gehirnfeudel ist. Ja, und sehe ich im Rückspiegel, wie er sich dann dreht, dachte ich, ja, super. Ich weiß nicht, ob er eine Anfrage senden will, kann er gerne machen, aber ist halt, ich konnte ihn nicht sehen. Ja, dann, gut, auf den Inters fühlte ich mich eigentlich ganz gut. Konnte Bonnet da eigentlich die ganze Zeit so hinter mir halten. Ja, dann kam, wurde es trocken, alle auf Soft. Und ich hatte mein Auto, ich habe mein Auto nicht vertraut. Ich hatte so Angst, mich wegzudrehen. Ist ja auch direkt vorbei und ist ja so weggezogen. Ich weiß, ob der extra Turbo gezündet hat, keine Ahnung. Ja, dann ist ja Niklas auf Niklas vorbei und. Nee, und dann Niklas vorbei. Dann dachte ich, komm, fahr du mal. Ich versuch's in der letzten Runde. Und da hatten wir ja ein echt geiles Battle, hat Spaß gemacht, aber hat leider nicht ganz geklappt. Aber mit P3 von ganz da hinten kann ich zufrieden sein. Habe ich schon mal BMW Lukas gemacht. Was soll das jetzt heißen? Yes. Du war auch auf jeden ganz Fall hinten. Am Ende nochmal ein sehr spannendes Rennen von euch da zwischen dir und Weltklasse. Du hast eigentlich schon alles erzählt aus dem Rennen, soweit ich weiß. Dann schauen wir mal kurz auf nächste Woche. Nächste Woche Österreich. Wie siehst du deine Chancen für Österreich? Erstmal ist Österreich der größte Train der Welt. Und meine Chancen sehe ich sehr, sehr schlecht, weil ich jetzt umziehe und wahrscheinlich bis dahin kein Internet habe. Deswegen könnte es sein, dass ich da aussetzen muss. Ich weiß auch nicht. Ich hoffe, dass es bis dahin da ist. Und wenn ja, dann, ja, vielleicht kann ich meine Podiumsserie ja weiterführen. Aber mach mal gespannt. Nico macht gerade Freudensprünge. Ja, wie gesagt, das war das Maximum, was man holen konnte, von so weit hinten. Deswegen bin zufrieden. Und wie gesagt, Österreich. Ja, sag mal, Österreich haben wir wieder einen Sprinter, ne? Ja. Wunderbar, oder? Ja. Nee, wie gesagt, ich finde, es ist eine feine Sache, aber jetzt in dem Spiel, dann auch mit Boxenstopp, ist das ein bisschen blöd jetzt gemacht. Aber gut, wir haben es drin. Aber mal gespannt, wie das da läuft. Also, kann ja auch wieder wie heute Regen kommen. Bin gespannt. Ich bin eigentlich guter Dinge. Alles klar, das wären meine Fragen. Jan, hast du noch Fragen, Lukas? Glaubst du holst die Fahrer-WM? Eiskalt. Boah, weiß ich nicht. Ja oder nein? Da kommt jetzt keiner lange Ausreden, ja oder nein? Ich sag nein. Der, was ist das für ein Selbstbewusstsein, Junge? Was, die Einzel letzte Saison, Liga 2 Titel muss drin sein. Das ist die nächste Schlagzeile bei UPL Magazin. 22, 1990, glaub nicht an sich selbst. Das gibt's nicht. Die WM ist noch lang, also kann noch viel passieren. Was ja, so lang sind die, ist gar nicht mehr. 8 Rennen, ne? Oder? 8? 7? Naja, egal. Müssten 8, glaube ich, sein. Warum ich jetzt 4. Rennen? Müssten 8 sein. Lecker. Also ich hätte auch nichts mehr. Da kannst du direkt weitermachen, oder? Mit Platz 2. Ja, mit der Weltklasse. Ein wunderschön. Guten Abend. Ich erinnere mich noch an letzte Saison, Großbritannien. Habe ich mich sehr gefreut, dass ich das Hauptrennen gewonnen habe. Komm in die Party und auf einmal ist da die Weltklasse drin und da wirst du gefeiert, dass du deinen ersten Punkt holst. Und jetzt bist du hier auf dem Podium, auf dem verdienten zweiten Platz. Also, wie sich die Sachen ändern können. Ja, schön. Ich hatte halt immer schon das Talent, nur es war halt meistens Pech und also. Eigentlich das war schon sagen immer sie alle. In der Liga 2. Das sagen sie alle. Ich habe tatsächlich nicht mehr viel von deinem Sprintrennen im Kopf. Ich meine, du bist auf 4 ins Ziel gekommen. Ja. Hast du da, glaube ich, aus allem ziemlich einfach rausgehalten und bist da dein Rennen gefahren mit besagter starker Pace? Ja, ich war die ganze Zeit also am Anfang war ich hinter Basti und den zweiten Teil des Rennens war ich vor Basti, aber ich habe mir die 5 Sekunden in der Box geholt und dann bin ich am Ende wieder hinter Basti gewesen. Ja, hat Basti sich ja im Hauptrennen revanchiert, hat er ja auch gemacht. Ja, ist schön. Dann im Hauptrennen, wie lief das für dich ab? Ja, also ich habe erstmal wieder versucht, mich das einmal auszuhalten. Ich wollte von Anfang an das Ziel natürlich Podium dann zu holen. Und boah, ich weiß gar nicht mehr, jetzt so viel passiert am Start. Habe ich mich auch, glaube ich, erstmal habe ich die Position einfach nur gehalten. Ja, ich habe auf jeden Fall die ganze Zeit versucht, mich aus allem rauszuhalten und einfach keinen Fehler zu machen und dann durchzukommen. Und da war das erste Safety da draußen und dann dachte ich mir, komm, gehe ich auf die Mediums, waren, glaube ich,
19 Runden oder so wären das drauf gewesen. Habe ich mir direkt 5 Sekunden in der Box geholt, war ich nochmal drin, war dann letzter, aber weil es dann auch nicht so ein Unterschied, ob ich dann 10. oder 13. war. Und dann habe ich halt drauf spekuliert, dass der Regen nicht so doll wird, also dass es praktisch nur Slicksring ist und ich weiterfahren kann. War dann leider nicht so. Musste dann nochmal rein auf die Intas, dann haben sich Yukio und Underdog waren das, glaube ich, vor mir weggedreht. Ja, Yukio ist in den Ferrari reingefahren, weil er sich verbremst hat. Ja, und dann war ich halt auf P3 und ich musste eher nach hinten gucken, weil ich glaube, der echt Alibas ist, der hat irgendwie eine geisteskranke Regenpace. Und dann war ich froh, dass es, als es endlich wieder trocken geworden ist, ja, dann habe ich gehofft, dass ich vielleicht noch irgendwie an Bonnie drankam, aber leider nicht mehr. Aber ich bin froh, dass ich an Jan noch vorbeigekommen bin, vor allem nach letzter Woche, auch in der vorletzten Runde. Und es war echt eine sehr geile letzte Runde, also hat echt Spaß gemacht am Ende nochmal. Ja, also ich habe einen Klopfer gegen meine Wand bekommen, weil wir uns so die Seele aus dem Leib geschrien haben. Bei euch in der letzten Runde. Müssen wir gleich nochmal wieder angucken. Es war sehr überfordernd, weil ich dachte, das Rennen wäre gelaufen. Und dann war es das doch nicht. Aber was sagst du? Deine WM-Chancen? Top 3, Top 5? Top 1. Das ist optimistisch. Das wollte ich hören. Guck mal, Jan. Das nennt man Selbstbewusstsein. Nimm den Beispiel. Ich bin jetzt auch an Nico vorbei. Ich glaube nicht, dass der mich nochmal fangen sollte. Das lass uns mal so stehen. Bist du doch gar nicht, oder? Doch bin ich. Hä, hey, hatte nicht. Ah, stimmt. Ach, stimmt, das gibt auch nochmal Dickpunkte. Ja, das könnte sein. Ja, also, wie siehst du. Du bist im Alpha mit Geist, ne? Ja, genau. Was siehst du in der KWM? Weil der amtierende Weltmeister Hallabong sagt, dass mit Geis im Team einiges geht. Da geht auf jeden Fall was. Ich bin sehr optimistisch, dass wir die KWM auch noch gewinnen können, die zwei. Naja, aber also Top 3 sollte auf jeden Fall Minimum drin sein. Und mal gucken, Mercedes und Ferrari haben jetzt schon ein bisschen Vorsprung, aber ich denke mal, wir holen das noch auf. Digga, ich mag dein Selbstbewusstsein. Du hast doppeltes Selbstbewusstsein. Du hast das von Jan einfach mitgenommen. Muss ich mir auch was schenken, ne? Hast du damit P2 schon getan, ne? Genau. Nächste Woche, Österreich. Platz 1 und Platz 1, oder? Wenn du doch so gut bist. Pole, Platz 1, jede Runde anführen. Schnellste Runde in beiden Rennen. Warum nicht? Ja, guck. So was das ist das Selbstbewusstsein, das ich sehen will. Ja, wir haben mit eigentlich alles gesagt zur nächsten Woche. Ja. Haben wir das auch geklärt? Kurz und knackig, ne? Ich habe keine weiteren Fragen. Ich auch nicht. An den zukünftigen Weltmeister. Herzlichen Glückwunsch mal im Voraus. Ja, von mir auch. Dankeschön. Starke Saison gefahren. Und dann wünsche ich dir noch ein wunderbares Wochenende. Wochenende. Ich auch Wochenende. Wunderbaren Abend. Ich bin auch von letzter Saison drin. Da habe ich mal Liga 1 kommentiert. Freitags, Jungs, mach nicht so. Eine Woche mit Toto würde ich auch gerne haben. Mach nicht so. So, ich würde dann weitermachen mit erstmal das. Dem Herrn Bonneck. Sind Sie da? Hallöchen, die Madame, die Herren. Ja. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu P1, zum Sieg hier in Monza. Oh, danke schön. Dein Rennen lief ja auch eigentlich sehr. Wie nennt man das nochmal jetzt? Hab ich das Wort vergessen? Sehr turbulent, also sehr wild. Erzähl mal, was am Start da los war. Da bist du ja relativ früh nach hinten gefallen, oder? Ja, im Sprintrennen war das. Da habe ich mit Masi ein bisschen gekuschelt, hatten Bock. Bisschen zu viel Hormone gehabt oder so. Ja, dann hat man Flügelschaden, Sprintrennen, dann wisst ihr, jeder ist vorbei, ne? Und was jetzt im Hauptrennen passiert ist, keine Ahnung, Alter. Ich weiß nicht, warum ich auf P1 bin. Ja, warst ja lange im Mittelfeld, ne? Lukas hat dich als Fahrer des Tages getippt. Erstmal kann man nicht streiten, wer jetzt der Fahrer des Tages ist. Axion.
Axio, stimmt. Ja. 1-10er Zeit auch echt, also Liga 1, Punkt. Eine 10-1? Das ist Liga 0. Ja, wollte ich schon sagen, ne? Ja, auf jeden Fall, ich kann es jetzt auch wenig zum Rennen sagen. Ja, ich weiß nicht, also keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, auf P1 zu stehen. Also ich habe gerade eben, seit 2 Wochen, das Lenkrad nicht angefasst, lag im Schrank. Dann eine halbe Stunde vorm Rennen auf entspannt ein bisschen gefahren, gesagt, okay, das wird nichts. Nach Sprinttraining habe ich gesagt, jetzt wird erst recht nichts und jetzt stehe ich auf 1, keine Ahnung, wie. Wie bist du denn durch den Regen durchgekommen? Da war ja lange Intermediums auf der Tagesordnung, wie hast du es bewältigt? Ja, ich habe ab und zu mal ein bisschen die Lufthansa gegrüßt, ne? Hat man, glaube ich, auch im Stream öfter mal gesehen. Da gar nicht. Bisschen Wasser unten vom Unterboden entfernt, vielleicht war das der Schlüssel, warum ich so schnell war. Keine Ahnung. Ja, einfach Strecke auf dem Auto gelassen. Perfekt. Ja, dann würde ich eigentlich direkt zur nächsten Woche übergehen. Ja. Tut mir sehr leid, aber war es halt eben unauffällig im Rennen, ist das Ding, ne? Hast dich irgendwie nach vorne geschlichen, kann man schon sagen. Ich weiß auch nicht wie, ne? Auf einmal warst du Erster. Also, keine Ahnung. Warst ja lange Zeit mit Jan auf P1 und P2. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen, kurz. Eigentlich, das war eigentlich ein Train, bis Jan irgendwie beim Trocknen nicht so wirklich klar kam am Anfang. Ich habe direkt volles Risiko gemacht. Und das war wohl, ja, keine Ahnung, auch der Schlüssel. Klar, am Ende hat jetzt noch der Kampf zwischen Jan und Weltklasse geholfen. Aber, ja, ich bin einfach gefahren. Einfach gefahren, das ist sehr gut. Ja, dann würde ich jetzt rübergehen zu Österreich. Was glaubst du, wie stehen deine Chancen? Oh, Punkte. Und kurz und knackig. Richtig. Lukas, hast du noch Fragen? Nee, tatsächlich nicht. Okay. Ja, von mir wäre es auch eigentlich alles. Dann? Euch dann alle entlassen. Ins Wochenende, wie Lukas sagen würde. Junge! Ja, ein schönes Wochenende, Jungs, danke fürs Kommentieren. Also, by the way, 4-2 Man City. Was? Ja? Eieiei. Guck ich nebenbei beim Rennfahren übrigens, ne? Ich war die ganze Zeit Stream und. Warte mal, welche Minute ist denn? 75. Dann bin ich jetzt ganz schnell weg. Ja. Ja, viel Spaß. Ja, schönes Wochenende. Gleichfalls. So, Daniel? Zeitpunkt mit Stream zu beenden. Ich würde dir die Abmord lassen. Ja, also insgesamt ein doch spannendes Rennen eigentlich. Gemischte Verhältnisse, immer spannend. Soft, Inters und wieder Softs. Oder beziehungsweise Mediums. Inters und Softs. Ja, also an Spannung hat es heute nicht gefehlt, ne? Kann man eigentlich sagen. Sprintformat, kann man sagen, erfolgreich gelaufen. Ja, kommt auf die Strecke an. Ja, heute war es okay. Ah, Österreich muss nicht sein. Mal schauen, wie es nächste Woche wird. Aber heute hat es brillant geklappt, finde ich. Und immer mehr davon eigentlich. Wäre ganz nice, Liga 2. Das ist mein Fazit heute. Ja, kann ich mich eigentlich noch anschließen? Wir hören uns morgen wieder. Also uns zwei vermutlich nicht, weil keiner von uns aufs Podium kommen wird. DNF-Interview. Vielleicht, da sehe ich mich. Nicht eher als mich, aber okay. Sagen ruhig. Deswegen, hiermit verabschiedet sich die UPL. Morgen fährt Liga 1, die Besten der Besten und dazu noch Daniel und ich. Dann bis morgen.